Schrei nicht so. Deine Mom will eine Rede schreiben, Randy. An der Rede schreibt sie aber jetzt schon 2 Wochen. Wird sie denn noch irgendwann mal fertig? Vermutlich nie, wenn ihr nicht endlich mal ein bisschen leise seid. Seid leise. Ja gut, Dad, wir sind still. Red! Shh, bitte sei still. Wo wollt ihr denn hin? In dem Park. Wir wollen Blade Warrior spielen. Blade Warriors, das schmeckt mir aber gar nicht. Ich hab das Netz. Komm, Randy. Warte. Schön hier geblieben, mein Freundchen. Was wollt ihr mit dem Netz? Gar nichts. Gar nichts sagt man aber nicht so. Gar nichts sieht ungefähr so aus. Alles klar. Genau. Nein, Augenblick. Oh, was ist? Ihr wollt doch hoffentlich mit dem Netz im Park nicht süße kleine Kinder fangen, oder? Eine tolle Idee, Dad. Blödsinn, eine blöde Idee. Das Netz lasst ihr hier. Brad, wenn ich euch Schutzhelme kaufe, dann setzt ihr die auch auf, hm? Seit wann benutzt du Aftershave? Den Stoff hast du selber an der Tankstelle gekauft. Das war Luftreiniger. Die Probe lag bei den Fußmatten. Du stinkst ja wie Pina Colada. Das nimmt er wegen Jennifer Sudarsky. Oh, na warte, ich krieg dich. Brad, tu deinem Bruder nichts. Ich dachte, du schreibst an der Rede für die Bibliothek. Ich wollte mir nur ein bisschen was zu essen holen. Und da habe ich zufällig bemerkt, dass das Kühlschranklicht kaputt ist. Ja, und? Da habe ich mir gedacht, es ist wichtig, dass im Kühlschrank immer helles Licht brennt. Du willst dich doch nur schon wieder drücken. Blödsinn, ich will mich keineswegs drücken. Na, wie sieht denn der Kühlschrank aus? Völlig verdreckt, den muss ich sauber machen. Warum hast du versprochen, dass du eine Rede halten wirst, mein Schatz? Weil ich diese Rede halten möchte. Und warum arbeitest du nicht daran? Weil ich erstmal das Kühlschranklicht reparieren Jill, musste. Jill, das ist eine Ehre. Ich meine, wer hat denn mehr als 4.000 Dollar für den 7.000 Dollar für den neuen Bibliothekscomputer gesammelt? Na, ich? Wer hat Freiwillige losgeschickt, um an den Türen zu betteln? Unter anderem auch 100 Mäuse von mir. Auch ich. Und wer muss darum unbedingt die Rede Niemand halten? Niemand anderer. Jill, die Rede dauert doch bloß 2 Minuten. Ja, aber es sind 250 Leute im Publikum. Jill, du nimmst die Rede, glaube ich, viel wichtiger, als sie eigentlich ist. Du hast gut reden, du machst das beruflich. Dich stört sowas überhaupt nicht. Du stehst gern im Rampenlicht und lässt den Blödmann raus. Hör zu. Du brauchst heute nichts mehr anderes zu machen, als atmen. Und an der Rede arbeiten. Ich halte dir Jungs vom Hals. Ich tue einfach alles. Du kannst beruhigt nach oben gehen und an der Rede basteln. Danke, Schatz. Alles klar. Aber erst muss ich das Haus putzen. Es ist völlig Nein. Doch. Du wirst hier nichts anrühren. Du schreibst jetzt deine Rede und schiebst es nicht länger auf. Ich werde das Haus vom Keller bis zum Dach blitzblank putzen. Versprichst du mir, dass du nichts neu verkabelst oder in die Luft jagst? Jill, warum bist du so gemein zu mir? Glaubst du wirklich, dass ich das schaffe? Ja, natürlich. Du schaffst alles, was du willst, Jill. Kein Mensch hätte je gedacht, dass du mich zum Altar schleifen könntest und... Das ist wirklich sehr ermutigend. Wir haben jetzt unsere Seitenbretter. Gerade habe ich die Löcher für die Verdübelung gebohrt. Und jetzt schraube ich hier ein Schwingscharnier an und dann können wir beide schwingen und swingen. Get's to Al. Das läuft nicht, Tim. Ja, und das nächste Mal werden Al und ich unseren Bücherschrank dann zusammenbauen. Und damit wieder zu unserem Tipp des Tages, der Hausputz. Ich höre schon die Jungs, die jetzt vorm Fernseher sitzen. Hä? Geht mich nichts an. Das ist Frauensache, Tim. Ja, Frauensache. Nein, Männer. Haushaltsführung, Hausputz, Hauswartung sind so wie das Instandhalten einer Werkstatt. Das geht auch Männer an.
Männer, wir leben in den 90ern. Da teilt man sich doch die Verantwortung für den Haushalt. Na, keine Reaktion? Schade, schade. Mich betrübt eure fehlende Begeisterung. Dass ihr Männer desinteressiert seid, kommt wahrscheinlich daher, dass die bei der Konstruktion von Haushaltsgeräten einfach nicht an die Männer denken. Wäre das der Fall, hätten wir was? Mehr Power! Oh ja, dann hätten wir mehr Power. Und wer weiß, vielleicht auch Stil. Keiner kann von uns erwarten, dass wir ein Haus mit Geräten, die nicht für Männer entworfen wurden, putzen. Ah, der niedliche Sanftstaubsauger mit Verzierungen in Herbstgoldtönung. Ach, bleibt uns doch weg mit dem Scheiß. Was sollen wir denn damit anfangen? Wie wär's denn mit einem Männerstaubsauger? Ja, mit einer Indianapolis 500-Version. Glanzpolierter Chrom, schwarz mattiert, digital, Turbogebläse. Mehr Power und wir saugen auch die Hamster weg. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu weit gegangen. Aber ich glaube, ihr habt mich verstanden. Es ist wirklich nichts dabei, wenn ein Mann das ganze Haus putzt. Ich meine, Al macht ja auch eine ganze Menge sauber. Ich mache hier alles sauber, Tim. Na ja? Ja, schon gut, Al. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Wir alle, Al. Ich bin Tim Taylor und ich gebe euch einen Tipp. Die Hälfte des Drecks auf der Welt ist von Männern. Also, wir sind dran. Bis zum nächsten Mal. Wir wollen wieder zurück in den Park. Ich habe Bobby und Stinky gesagt, dass wir wiederkommen. Dann werden Bob und Stinky eben noch eine Weile warten müssen. Weil wir jetzt für deine Ma das Haus putzen. Wir sind die Männer und müssen unsere Frauen entlasten. Ist doch Quark, ich habe keine Frau. Tja, Stinky kann dir ja vielleicht eine besorgen. Ich habe eine Frau, Mami. Mami kann aber nicht deine Frau sein, du Pappnase. Ein Haufen Männer geben sehr viel Geld für einen Psychiater aus, um das rauszufinden. Wir werden unser Haus auf Powerart putzen. Sauber machen ist was für Mädchen. Hey, hey, hey! Wir sind aufgeklärte Männer und aufgeklärte Männer machen beim Hausputz mit, alles klar? Aufgeklärt? Das heißt Angst vorm Mann. Hausputz kann viel Spaß machen. Wir sind in Dodge City und es ist High Noon. Unheimlich dreckig hier drin. Aber jetzt an die Fensterputz, Boys. Verschafft uns eine bessere Sicht. Ich gebe euch Rückendeckung. Yeah! Und jetzt die Hände an die Colts. Und bei drei blitzschnell ziehen. Eins, zwei, drei. Zieht! Yeah! 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 Was ist yeah, mir yeah, denn? Yeah. Was soll ich machen? Du bist der wichtigste Typ. Du bist Häuptling großer Kehrwisch. Und du löscht die Staubflockenbande aus. Was ist los? Hier, nimm das. So, geladen. Aufs Pferd, mein Junge. Yeah! Yeah! Das wär's. Hallo, Schatz. Hier wird doch nur herumgespielt, oder soll das etwa ein Hausputz sein? Häuptling, da lauert eine Staubflockenbande unter unserem Tisch. Schlag zu! Jungs, ihr müsst die Tür natürlich auch von außen putzen. Ich dachte, du wolltest oben deine Rede schreiben, Jill. Darf ich mir vielleicht noch ein Mineralwasser holen? Aber natürlich. Ah. Hm. Was riecht denn hier so komisch? Dein Lieblingsessen. Bohnenwürstchenauflauf. Ja. Geschnetzelte Langjäger habe ich reingegeben und sie mit Kartoffelchipssoße überbacken. Ich passe. Wie läuft's bei dir? Ziemlich gut. Ich mache nur eine Pause. Darf ich sie lesen? Das finde ich nicht gut. Zeig sie mir, vielleicht kann ich dir helfen. Ich will sie nicht zeigen und dabei bleibt's. Dann möchte ich dich was fragen. Bist du schon weitergekommen als Guten Tag? Es ist mir eine Ehre, hier sprechen zu dürfen. Darf ich das verwenden? Du hast noch nicht mal die erste Zeile geschrieben? Doch, aber deine ist besser. Was hast du denn da oben bloß gemacht? Wenn ich vor so vielen Leuten sprechen muss, habe ich immer Hemmung. Hast du Probleme mit deinem Aussehen? Was ist mit meinem Aussehen? Nein, nein, das war nur eine Frage. Und warum war das deine erste Frage? Gut, ich stelle eine andere erste Frage. Hältst du dich für zu attraktiv und schlank, dass du vor den Leuten Hemmung hast? Also hältst du mich für dick und hässlich? Hier kann ich wohl nicht gewinnen, was? Sieht nicht gut aus. Also gut, sag mir noch mal deine erste Zeile. Guten Tag, Es ist mir eine Ehre, hier sprechen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre, hier sprechen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre... Oh, Moment, ich glaube, ich habe auch die letzte Zeile für dich. Ach ja? Ich danke Ihnen vielmals, es war mir eine Ehre, hier sprechen zu dürfen. Guten Tag, es ist mir eine Ehre, hier sprechen zu dürfen.
Nein, das ist es nicht. Ich hau mich erstmal aufs Ohr. Wer ist da? Ich bin's, Mom. Ja, komm rein, Randy. Ich wollte nur mal sehen, wie es dir so geht. Na, komm mal her. Ah, jetzt geht's mir viel besser. Ich habe einen tollen Witz für dich. Den kannst du für deine Rede nehmen, wenn du willst. Oh, schön. Schieß los. Jetzt weiß ich wieder. Ja, na los. Wenn eine Schnecke und ein Leichenstatter heiraten, was steht denn auf ihren Handtüchern? Eine Schnecke und ein Leichenbestatter. Weiß ich nicht. Ja, und sie. Der ist gut. Ja, der gefällt mir. Ja, vielleicht nehme ich ihn für den Anfang meiner Rede. Da muss ich mir nämlich noch was Gutes einfallen lassen. Was ich bis jetzt habe, ist nicht so besonders. Was machst du denn hier? Dad hat gesagt, du sollst mir beim Staubwischen helfen. Ich habe Mami bloß einen Witz erzählt. Ich bin nämlich ein guter Sohn. Blödsinn. Du willst dich bloß vor der Arbeit drücken. Will ich nicht. Willst du doch. 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 Das war verdammt gut, Mom. Ja. Ich will hiermit fertig werden und deshalb müsst ihr die Klappe halten und unten bleiben. Ich wollte dir nur helfen, Mom. Du Schleimer. Das bin ich nicht. Doch bist du. Das bin ich doch nicht. Doch bist du. Auf. Doch bist du. Auf. Also, wie kommt euer Dad mit dem Hausputz voran? Sehr gut. Ja, sehr gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, da stimmt was nicht. Was läuft da unten? Gar nichts. Dad macht wirklich nichts. Was genau macht euer Dad wirklich nicht? Er motzt den Staubsauger nicht auf. Nein, Mom, nein, Mom, bitte nicht. Tim? Ist die Rede fertig? Wo ist er? Du weißt, wo er ist, dort, wo er immer war. Ich meine es ernst. Ich will wissen, wo der Staubsauger ist. Oh, du meinst den niedlichen Sanftstaubsauger mit Verzierungen in Herbstgoldtönen. Ja, den meine ich. Ich glaube, unsere kleine Änderung wird dir gefallen. Marc, stöpsel ein. Aber der sieht doch gar nicht so übel aus. Ja, äußerlich hat er tatsächlich immer noch etwas Feminines. Doch innerlich habe ich die Anzahl seiner Chromosomen verdoppelt. Hast du ihn aufgemotzt? Nur getunt. Aber der klingt ja wie immer. Weil er jetzt im Flüstergang läuft, für die leichte Reinigung. Für den tiefsitzenderen Dreck gibt es hier einen Powerstaubsauggang. Ihr wolltet im Park spielen. Jennifer ist gegangen. Da wollte Brad auch nach Hause. Dein Luftreinigerduft ist offenbar nicht angekommen, hä? Die dumme Gans hat gesagt, ich rieche wie ihr Hund, wenn er gebadet ist. Brad, komm her. Was ist denn passiert? Ich glaube, die steht auf mich. Und wie kommst du darauf? Sie hat mir auf den Arm geboxt. Zweimal. Hart geschlagen? Ja. Alles klar, Mann. Ja, Mann. Tag, Wilson. Was machen Sie? Ich schnitz mir ein Kanu. Schwere Arbeit, hm? Nein, eigentlich nicht, Tim. Man nimmt nur einen dicken Stamm und schnitzt alles weg, was nicht zu einem Kanu gehört. Wilson, haben Sie Angst davor, in der Öffentlichkeit zu sprechen? Um ehrlich zu sein, ich lasse mich in der Öffentlichkeit nicht blicken. Jill soll heute Nachmittag eine Rede halten und hat furchtbare Angst davor. Absolut natürliche Reaktion. Überhaupt nicht. Ich spreche gerne in der Öffentlichkeit. Ich rede ununterbrochen, sogar mit Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Ich rede und rede und rede. Und manchmal, Tim, da möchte ich... Was? Ich hab's kapiert. Ich würde ihr liebend gerne helfen und frage mich, warum sie solche Angst hat, öffentlich zu sprechen. Tim, sie hat wahrscheinlich nur Angst davor, sich in der Öffentlichkeit zu blamieren. Ich glaube, Samuel Clemens hat einmal gesagt... Wer ist Samuel Clemens? Sie kennen ihn wahrscheinlich nur als Mark Twain. Aber das war nur ein Pseudonym, ein Sobriquet. Ja, natürlich. Pseudonym, Sobriquet. Buchstabieren Sie eins davon, egal welches. Sagen wir, es sind Künstlernamen, Tim. Ja, gut. Wie dem auch sei, er sagte... Es ist besser, die Leute vermuten nur, man ist ein Narr, als seinen Mund aufzumachen und alle Zweifel zu zerstreuen. Ja.
Mama mia. Na, wie finden Sie das, Tim? Tim? Blau, blau. Nein, B kommt vor S, also dahin. Blau, blau, braun. BR, das ist einfach. Braun, braun, grün. Hallo. Hallo. Ich bringe dir ein bisschen Tee. Oh, wie lieb, danke. Na, wie geht's denn so? Du fabelhaft. Ich arbeite an meiner Rede. Ja, das sehe ich. Ja. Jill, ich glaube, ich habe jetzt das Problem gelöst. Am besten kann man es in einem wundervollen Zitat zusammenfassen. Es ist besser, nicht den Mund aufzumachen und dumm dazustehen, als ihn aufzumachen und die Leute zu verdummen. Vielen Dank, Schatz. Das bringt mich weiter. Ist von Mark Twain. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie man eine Rede hält. Ich weiß nicht mal, was ich mit meinen Händen machen soll. Ja, steck sie am besten in die Tasche. Und wenn ich das Kleid da anziehe, das hat doch gar keine Taschen. Ein schönes Kleid. Dann musst du sie einfach hängen lassen. Okay. Aber kratz nicht an den Schenkeln rum, das tut eine Dame nicht. Und wie ist das? So siehst du aus wie ein Tod im Fall. Schön locker bleiben, Schatz. Mach sowas. Ja, so. Mach das. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft, Tim. Kann sein, aber es sieht wahnsinnig komisch aus. Tim. Stell dir die Zuhörer nicht als Menschenmenge vor. Ich hatte bei meiner ersten Sendung schrecklich Lampenfieber. Drum habe ich mir eingebildet, da unten sitzt nur eine Person. Tim, bei deiner ersten Sendung saß da auch nur eine Person. Ja, aber darum geht es nicht. Ich habe mir vorgestellt, dass diese Person in Unterwäsche da sitzt. Sie saß in der Unterwäsche da. Was redest du denn da? Komm, die Rede ist nicht das Problem. Was ist hier eigentlich los? Tim, ich werde da vor genau 250 Menschen stehen müssen. Das heißt, 500 Augen werden mich beobachten und 500 Ohren werden mir zuhören. Das sind 1000 Organe. Kein Wunder, dass du nervös bist. Und außerdem werde ich die einzige Rednerin sein. Wenn ich da vor die Menge trete, dann hat das zu bedeuten, dass ich in dem Moment die wichtigste Person bin. Ja, klar. Aber ich halte mich nicht für so wichtig. Es ist doch nicht so, dass ich Präsident von irgendwas wäre. Es gibt doch keine Firma, die ich besitze und ich bin nicht berühmt. Ich bin nur deine Frau und Brads, Randys und Marks Mutter. Du bist immerhin die Leiterin der erfolgreichsten Geldwäscherei. Spendenaktion. Spendenaktion, na bitte. In der Geschichte der Bibliothek. Du bist der Chef dieser Familie. Du managst meine Karriere und mein Leben. Ich manage dein Leben. Du managst es, dein Leben mit mir zu teilen. Ja, dafür habe ich einen Preis verdient. Du solltest auf jeden Fall einen Preis für die vielen Spenden bekommen. Ja, bitte? Hier, Mami, ich bring dir einen Milchshake. Oh, danke, Schätzchen. Das sieht ja aus... Was ist denn da drin? Erdnussbutter mit Chili. Zum Wohl. Schön dickflüssig. Hast du deine Rede schon fertig? Ja. Kann ich mal hören? Das ist nicht der richtige Augenblick. Komm, Mom, du willst auch immer meine Hausaufgaben sehen. Richtig, das will ich. Ja gut, warum denn nicht? Jill, willst du es wirklich tun? Ja, ich stelle mir euch beide in Unterwäsche vor. Lass die Hose an, Mark, es ist nur ein Trick. Also, seid ihr soweit? Ja. Guten Tag, es ist mir eine Ehre, hier sprechen zu dürfen. Das ist von mir. Gut, das finde ich toll. Also, hört zu. Sie alle wissen, eine Bibliothek ist der Schlüssel zu einer guten Ausbildung. Bücher enthalten Ideen, die unsere Erde formen können. Die, das müssen wir uns eingestehen, ziemlich außer Form gerät. Formen und außer Form geraten, das finde ich toll. Ja? Ja, Mama. Ah, vor euch ist es eben leicht. Euch kenne ich ja. Na, stell dir vor, wir sind die Bibliotheksgesellschaft. Nein, das sind meist Frauen. Okay, dann sind wir Frauen. Mark, komm bitte mal mit. Was? Hier, die passen zu deinen Haaren. Oh, und die stehen mir gut. Sieh dir das an. Tim, was soll der Unsinn? Wir helfen jetzt der Frau des Hauses, indem wir Frauen spielen. Mark, das trägst du aber nie draußen auf der Straße, klar? Ja, nur zu Hause. Tim, bitte, das ist doch wirklich nicht nötig. An Tim gibt's hier nicht mehr.
mein Name ist Autsch. Mein Name ist Linda und das ist meine gute Freundin Rose. Hallo, Mami. Wie schön. Hallo, Rose. Hallo, Autsch. Hallo. Also raus mit der hübschen Rede. Wir sind echt scharf drauf. Also gut, hört zu. Und wir können unsere Erde nur wieder in Form bringen, wenn wir uns geistig weiterentwickeln. Wenn wir die Bibliothek modernisieren und erweitern, können wir... Hör auf! Ach, wie sie uns mit einbezieht. Wie lieb von dir. Ihre großzügigen Spenden haben das ermöglicht und ich hoffe, dass Sie auch in Zukunft großzügig spenden und so weiter und so fort. Bravo, bravo! Und jetzt machen wir Winke-Winke. So eine traumhafte Rednerin habe ich wirklich noch nie gehört. So geht's doch, oder? Sie ist fabelhaft, Schatz. Wunderbar. Nein, ich mein's ernst, Tim. So klingt's doch ganz vernünftig. Sie ist hervorragend, ehrlich. Das sagst du nicht nur so? Nein, die Rede ist gut. Also ist sie gut, aber nicht hervorragend. Hä? Nein. Das ist doch dasselbe, oder? Nein, 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 nein. Gut bedeutet, sie ist in Ordnung. Hervorragend bedeutet, ich wäre ziemlich dumm, wenn ich nicht den Mut hätte. Du wärst ziemlich dumm, wenn du die Rede nicht halten würdest. Also gut, dann mach ich's. Danke, Linda. Danke, Rose. Ganz schön unprofessionell, uns so zu küssen, nicht wahr? Glaubst du vielleicht, dass ihre Haare nicht gefärbt sind? Natürlich sind sie. Sieh dir mal die Wurzeln an. Sag mal, hast du vielleicht irgendwas auf den Bronchien oder so? Hast du noch nie gesehen, dass ältere Damen das so regeln? Ich bin da. Gut, Tim, wir fangen in einer Minute an. Wo warst du, Tim? Ich habe mir Sorgen gemacht. Wir haben Mami beim Redehalten zugesehen. Sie hatte großen Erfolg in der Bibliothek. Ach, ich war ganz gut. Guten Abend, Herr. Hallo, Jill. Die waren begeistert. Du sollst doch im nächsten Jahr die Rede halten. Gottes Willen, daran denke ich lieber nicht. Na, Mark, wie geht's denn so? Gut. Hast du am Wochenende was erlebt? Daddy und ich haben uns als Frauen verkleidet. Ach, wirklich? Es war nicht so schlimm, wie sich's anhört, Al. Daddy hatte Mamis Hut auf und wir haben Ohrringe getragen. Ja, verstehe. Ohrringe gehören selbstverständlich dazu. Musik, Achtung, und die Show beginnt. Nein, ehrlich, hat er weder ein BH an, noch sonst so ein Fummel. Vielleicht beim nächsten Mal, Tim. Und wisst ihr auch alle, wer jetzt gleich kommt? Linda, Olga,